Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Revolution. Und in dieser Folge wollten wir uns ein bisschen ums Quarz kümmern. Und dafür bräuchten wir mal unsere Fortune 3 Pickaxe. Und einmal die Hölle. Wo ist denn mein Teleporter? Hier, Portable Teleporter. Gehen wir mal kurz in die Hölle. Und gucken, was hier los ist. Okay, ein Ghast ist schon unterwegs. Das war klar. Hier ist schon ein bisschen Quarz. Wir brauchen ja auch nicht so viel. Uah. Okay, das holen wir uns nicht. Das Bienennest graben wir auch nicht an. Das ist in der Regel auch weniger schlau. So. Schön das ganze Quarz abfarmen. Ach, ist es nicht herrlich. Ich muss schon sagen, die Tinkers-Sachen, die mag ich wirklich, wirklich gerne. Was ist das denn hier? A little bit evil, but hit like a truck. Alter, ich habe Stärke für 10 Sekunden. Ist es Zufall oder... Ach, das war wahrscheinlich zufälligerweise gut. Weil ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Oder, das war schon so gewollt wahrscheinlich, sonst wäre es nicht passiert. Ich meine, dass das die Standardsache ist, wenn ich einen Wurm aus der Hölle esse, also... Ich erwarte zumindest, dass da irgendwas Schlechtes passiert. So. Hier ist noch ein bisschen Quarz. Noch ein bisschen Kobalt. Ah, ne, brauchen wir nicht. Boah, das ist inzwischen in der neuen Version ist das ja auch überhaupt nicht mehr selten. Das ist so gut. Okay, wir haben eigentlich genug Quarz. Wollen wir noch ein bisschen was holen? Ein kleines bisschen vielleicht noch, ne? Wir werden Quarz so oder so noch brauchen. Denke ich mal. So. Hier unten. Ups. So. Jawohl. Okay, jetzt haben wir aber genug. Das geht wieder. Sehr gut. Da bin ich schon mal sehr froh. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Alles klar, das Spiel ist abgeschmiert. Okay, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. 5000 Jahre später bin ich auch wieder hier angekommen. Keine Ahnung, warum das Spiel abgestürzt ist. Ich weiß es nicht. Aber wir sind wieder da. Ich habe die Befürchtung, dass mein PC irgendwann abnippeln wird. Das wäre natürlich nicht so gut. Mal gucken. Housing. Storage Housing. 50, habe ich gesagt. Brauchen wir? Können wir jetzt auch bauen. Nice. Die anderen Sets sind wohl schon fertig. Cool. Storage Sets. Hier die da. Die 50 sind schon fertig. Das sind eigentlich 50 Stück. Wenn ich es mir recht überlege, sind das auch nur 5 Fracks. Oh Mann. Housing. So.
Machen wir mal so viel wie geht. Yeah, ich habe ein Achievement gekriegt, dass ich Disketten gebaut habe. Krass. Wir haben in diesem Spiel noch keine einzige Diskette gebaut. Klar. Ach, hier habe ich auch so eine gebaut. Ah. Das habe ich hier eigentlich schon sortiert, naja. So. Und hier sind 16k drin. Und hier 64k. Okay, dann lassen wir das mal so. Ich glaube, das waren hier so die... die Reihe, wo halt alles mal vertreten ist. So. Okay. Das wird wahrscheinlich vorne im Crafting Table drin liegen, weil ich das natürlich mal wieder nicht rausgelöscht habe, oder? Right. Da, 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 da. Und zack. Alle. Ups, so. Nee, nee, du bleibst hier. Alles durch. Nice. Gefällt mir sehr gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mehr als genug Speicher. Hallo? So. Tschüss. Schade, dass die Türen so rumbacken hier. Obwohl sie das früher nicht gemacht haben, aber gut. Wir leben jetzt einfach mal damit. So. Sehr schön. Also wir kriegen das wahrscheinlich nie wieder alles, niemals alles voll. Ich habe vielleicht ein bisschen hart übertrieben mit den Dimensionen vom Serverraum, aber hey, wir hätten sie eigentlich hier reinlegen sollen, egal. Ich finde, wir sollten die Brücke vielleicht auch ein bisschen beleuchten. Jetzt in der Nacht sieht das doch ein bisschen trostlos aus. Fans und Glowstone. 5. War nochmal 15. Und ja, Glowstones craften einfach nur, weil ich zu faul bin. Das wäre per Hand wahrscheinlich genauso schnell gegangen, aber egal. Okay, machen wir anders. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. Stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool. Dann dahin. 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 Sieht das symmetrisch aus? Ja, es sieht symmetrisch aus. Dann noch Glowstones oben drauf. Und schon ist die Brücke auch beleuchtet. Ich glaube, das ist besser. Wir haben hier zwar gut ausgeleuchtete Sachen, aber... Ja, doch, so sieht es viel besser aus. So sieht es viel besser aus. Ja, finde ich gut. Oh, da will ich nicht rein. So. Gut. Hier hinten wollte ich auch noch fertig bauen. Stimmt. Bricks und Bricks. Brick. Oha. Davon haben wir jetzt nicht mehr so viel. Das ist schlecht. Brick und Stone Brick. Jetzt ist die Frage, haben wir noch Clay? Ja, wir haben noch Clay. Brick. Moment. Dup-di-dup-di-dum. Hier. Aus einem Clay wird ein Brick. Pattern. Crafting Pattern. Aus vier solchen Bricks wird ein solcher Brick. So, dann. Das hier kann man in den Alloy Smelter packen.
Und beziehungsweise. Nee. Wir haben ja die Smelting Factory. Und die Smelting Factory kann den Brick hier machen, das geht schneller. Und den Molecular Assembler, den hier zum Beispiel, weil hier noch nicht so viel drin ist. Hier können wir den reinmachen. So, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Bricks, die hier, so 200. Boah, 800 Clay. Alles klar. So. Dann machen wir hier mal weiter. Ach, hier fehlen noch Facades, ne? Verpiss dich, Zombie. Geh einfach weg. Keiner mag dich. So. So. Hier oben das. Und hier dann einfach wieder ein Dach mit Slabs rein. So, dass es halt zum Stil passt, sag ich mal. Na komm, Zombie. Ich hab dir gerade schon gesagt, du sollst dich verdrücken. Ich mag immer noch keiner. Okay, jetzt bist du tot. Das heißt jetzt davon. Du hattest die Wahl. Du hast dich nicht verpisst. Jetzt bist du tot. So, so. Zack, 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 zack. Hier schön alles dicht machen. Jawohl. Dann noch ein paar Slabs. Da. Slab. So. Und so. Sehr schön. Jetzt sind diese Kammern hier hinten auch so weit fertig. Also hier und da gehören noch ein paar Schönheitskorrekturen hin. Komm hier ans System? Ja. Haben wir vielleicht zufälligerweise noch Facades da? Wir haben sogar noch Conduit Facades da. Cool. Okay. Gut, hier können wir theoretisch auch Stein reinmachen. Brick. So, hier kann man zumachen. Ja. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, dann hätten wir das auch erledigt. Was ist denn hier bei Botania mit dem Mana? Ach ja, wir haben jetzt keine Kohle aktuell drin. Okay, das ist in Ordnung. Dann hier hinten, Oakwood Planks. Builders Wand? Kein Builders Wand. Hallo? Dankeschön. So. So. Meine Frage an euch, Leute. Was sollen wir denn in dem Projekt hier noch so machen? Das würde mich jetzt interessieren, weil mittlerweile bin ich am überlegen, ob es wirklich irgendwie Sinn macht, die Quests, die da in diesem Questbuch stehen, da alle so durchzuziehen, weil
unterm Strich, ja, haben wir davon nicht auch unbedingt was. Ich meine, da ist jetzt nur noch Crap drin. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Also wenn ihr sagt, finde ich cool, macht 10.000 davon und 5.000 davon, okay, cool, machen wir. Aber, ja. Würde ich euch ganz gerne mal fragen. Generell auch, ich meine, das Projekt macht viel Spaß, aber ich bin mir halt nicht sicher, wie lange wir das jetzt noch so machen. Ne? Machen wir bis Folge 200 oder hören wir vorher auf oder wie wollen wir das Ganze handeln? Da wäre ich mal so ein bisschen auf euer Feedback angewiesen. Es wäre cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Weil, ja, wie gesagt, ich will das jetzt nicht allein entscheiden. Weil das ist ja quasi, ich mache das für euch. Und von dem her ist es natürlich schon auch wichtig, dass ihr das mitentscheidet. Und deshalb würde es mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Deshalb schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, damit ich da einen groben Orientierungswert habe. Und ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel dafür wärt, dass wir das Projekt bald mal beenden, dann heißt es ja nicht, dass für immer alles zu Ende ist, sondern dann heißt es halt auch, dass Zeit für was Neues ist. Ja, ich habe jetzt aktiv noch nichts geplant. Aber ja, ich meine, das Ding hier ist auch ganz cool, aber ja, ich weiß nicht. Ich sehe den Sinn irgendwie ein bisschen gefährdet, sag ich mal. Der Fruitpicker hier funktioniert auch nicht bei dem da. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was wir so großartig noch weitermachen können hier an dem Projekt. Würde mich freuen, da einfach so ein paar Dinge in den Kommentaren zu lesen, wie ihr das seht. Und ja, damit würde ich sagen, war es das soweit für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.